Katalogbuch. Tag 164. 165, 166 und 167. Und 168 und 169. Yeah! Supergeil. Montreal, hauen wir das Ding nochmal raus in einem Video. Schnick, schnack, kadanam, back, whatever. Sieht immer ein bisschen doof aus mit dem Zettel oben, deswegen halte ich den mal hier unten. Mit dem Bus nach Montreal. Eine Stunde Verspätung. Eine Stunde Verspätung. Und Grenze ohne Probleme, halt ein bisschen warten und. Aber ging alles ganz gut. Smalltalk im Bus. Oh, sorry. In Kanada war auch gleich das erste Highlight. Eine kleine, schnuckelige Stadt und da war so ein Festival. Und da waren ganz, ganz, ganz viele Ballons am Himmel und das sah super toll aus. Kriegt man leider nicht auf ein Foto. Was echt traurig ist, aber es war echt toll. Dann in Montreal angeguckt, natürlich auf dem Weg zum Host. Dieses Mal ein Mädel wieder und zwar Chantal. Schon etwas älter, 34, 35. Super liebes Mädel, hübsch. Bisschen crazy, aber trotzdem noch cool. Also sie war halt, hat sich öfters wiederholt und ich glaube, sie hat auch ein paar Probleme gehabt in ihrer Vergangenheit. Aber gut. Super cooler Host. Genau. Dann am nächsten Tag gleich ins Getümmel. In den Park. Super tolles Wetter. Und ich muss euch sagen, ich habe mich ja in Boston so richtig, nicht in Boston, in Montreal richtig krass verliebt. Diese Atmosphäre, das ist so eine, was ist denn das hier? So eine schöne französische Atmosphäre. Und die haben ja auch, ist ja gemischt, ne? Englisch, Part, Englisch, Englisch und Englisch, Französisch. Und ach, dieser Akzent und, war wirklich toll. Und dann diese Treppen und diese ganzen Straßen da, war eine super tolle Atmosphäre. Ich habe es da richtig toll gemocht. Es war super cool. Ich fand es einfach super geil. Genau, wie gesagt, im Park, dann hatten die da ganz viele Trommeln, was super cool war. Gibt auch ein Live-Video, einfach mal einschalten. Genau, das war ganz cool mit den Trommeln. Was auch ganz geil war, im Hintergrund dann noch ein bisschen weiter, ungefähr 5 Minuten laufen, hatten die so Ritterkämpfe, ungefähr 20, 30 Leute mit Schwerten, Schildern, haben sich dann bekämpft und da hat man dann so Rules, wollte ich schon sagen, Regeln, wenn man raus ist und so weiter und es war super cool, super lustig mit anzusehen, super geil. Romantische Atmosphäre, habe ich schon gesagt. Krass war dann auch noch, als ich dann weiter in die Stadt rein wollte, wie gesagt, als allererstes immer in die Stadt ein bisschen gucken, ging ich dann eine Kreuzung nach links und wo war ich? Mittendrin in einer Gay Parade. Montreal, größte Schwulenszene in Kanada. Ja, ist jetzt bestimmt kein Punkt, den ich mich vorher da jetzt gut nicht mache. Hatte auch eigentlich nichts weiter zu sagen. Auf jeden Fall war ganz lustig. Dann mittendrin ein bisschen, dann war ich dann noch da auf so einer Bühne, nicht auf der Bühne, sondern davor, ein bisschen rumgetanzt und danach ging es auch weiter. Was ganz lustig war, alle ziemlich lustig drauf und ich habe da eine extrem tolle, tolle Band gesehen. Da gibt es auch nochmal 3 Live-Videos, das muss ich dann nochmal raussuchen, dass ich das dann bei denen auf Facebook poste, damit die das sehen. Was auch noch richtig krass war, dann bin ich zurück, wollte ich zurücklaufen und ich habe im Park 100 kanadische Dollar gefunden. Ja, 100 kanadische Dollar. Okay, was ist das jetzt in Euro? 80 Euro, so ein 100 kanadischer Dollarschein. Und der sah irgendwie erst so gefaked aus, also ich kannte das Geld ja dann noch nicht so, also diese großen Scheine. Habe ich dann meinen Host gefragt, ist das echt? Ja, krass, echt. Super cool, weil kann ich jetzt schon vorwegnehmen, in Boston. Eine Woche verbracht ungefähr. Nicht in Boston. Warum sage ich immer Boston? In Montreal. Eine Woche verbracht.
und quasi kein Geld ausgegeben, weil ich ja die 100 kanadische Dollar gefunden habe. Super cool. Am Tag 165, purer Nerd Day, nichts gemacht, nur Computerzeugs, was super war. Genau. Ich will jetzt nicht sagen, es ging jetzt schon langweilig los, aber der erste Tag war halt schon so voll knüppelt, da kann man nichts, da kann man Nerd Day machen. Am nächsten Tag dann 166 mit dem Hund im Park gewesen. Chantal hat den Hund, ich will nicht sagen Collie. Müsst ihr euch mal den Fotos angucken von Montreal. Aber ein super toller Hund und der hört. Und man hat ihn dann alleine halt an der Straße und im Park kann man ihn laufen lassen und mit ihm ein bisschen gespielt. Und ach, das war super toll. Ich würde schon gerne einen Hund haben. Ich würde einen Hund bevorzugen als Katze. Aber man muss halt wirklich auch Zeit dafür haben. Ne? Und wenn man jetzt irgendwie so einen stressigen Job hat, wo man viel arbeitet, aber trotzdem Pause, also wenn man zum Beispiel als Trader arbeitet an der Börse, dann kann ich mir das schon gut vorstellen. Man hat Pause, geht mit dem Hund raus und spielt und hat so ein bisschen Ausgleich. Aber sonst ist halt immer schwer. Aber man kann sich ja Freunde halten, die einen Hund haben. Dann war es natürlich super cool, weil Chantal dann abends noch Besuch bekommen habe. Sie macht so ein Treatment und das heißt so eine Art Massage, aber auch nicht richtig Massage. Und da war jemand und der hat den Schokokuchen für sie gebacken. Der war ein bisschen mehr als klar. Und der Schokokuchen war der Oberhammer. Der Oberhammer. Lecker. Ich meine, jetzt, wenn ich jetzt so habe, habe ich richtig Hunger drauf. Aber wenn man dann erstmal isst und isst, man so schnell sagt, das ist eine Schande. Jedenfalls super krasser, cooler Schokokuchen. Den habe ich auch fotografiert. Müssen wir mal bei den Bildern gucken. Letzter Tag. Shit! Ich habe den letzten Tag vorweggenommen. Nee, doch nicht. Mit Hund im Park. Ach, genau. Halber Nerd Day, 168, halber Nerd Day. Mit dem Fahrrad durch die Stadt, was ganz cool war. Chantal hat auch noch eine Katze. Lol, wie lustig. Und die hat zweimal gekotzt und ich fand das super eklig. Und die war auch schon ziemlich dünn und krank einfach. Und kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, nachdem ich weg war, eine Woche später ist sie gestorben und sie hat auch gesagt, Chantal, dass das gut war, weil hat sich nur noch rumgequält und es war einfach nicht mehr auszuhalten. Dort hat sie ins Bad gekackt und rumgekotzt. Sorry. Eigentlich wollte ich zu einem Couchsurfing-Meeting, aber irgendwie hatte ich dann keine richtige Lust und habe es dann sein gelassen. Was eigentlich schade ist, weil ich sollte eigentlich, oder eigentlich ist so mein Ziel, in allen großen Städten ein Couchsurfing-Meeting, wenn sie ein Weekly-Meeting haben, zu gehen. Aber na gut. Danach war ich auch noch ein bisschen, was heißt Nerd Day, aber muss ja die Schnute neu organisieren. Nein, die Route muss ich neu organisieren, weil das ja mit dem China-Visum nicht so richtig geklappt hat. Das heißt, ich muss ja gleich direkt nach Hongkong. Das heißt, auch einen Flug umbuchen. Das heißt, den Flug kann man ja intelligenterweise so belassen. Aber man muss halt von Peking gleich den Anschlussflug buchen. Hat doch alles gut geklappt, zumindest einen Anschlussflug gebucht. Und damit der Route halt gucken, was man danach halt machen kann, wo dann halt die Philippinen ins Spiel kamen. Und so viel dazu. Letzter Tag, sehr, sehr früh aufgestanden und das gehört eigentlich schon zu den Nana. Ja, das gehört danach. Also wie der Flug lief, da gebe ich euch ein extra Video drüber, weil das ist eine krasse Geschichte. Seid dabei, schalt ein in dem nächsten Video, denn das wird richtig krass. Werde ich Hongkong erreichen oder werde ich untergehen? Das und mehr erfahrt ihr im nächsten Video. Und tschüss. Und tschüss.